Ich bin's, Data, und wir sind beim Bauernhof angekommen. Da waren wir auch schon gewesen, wo Benny und Co. geholfen haben. Und jetzt müssen wir weiterlatschen und schauen, ob wir hier noch irgendwas. Ist auch noch lang. Irgendwas Schönes. Und auch hier ein Heilkraut. Ein paar Wölfe. Mal kurz um. Was? So. Ja, tot. Würde mich interessieren, ob ich ihn nur dabei haben muss? Ich glaube, die muss ich auch nur dabei haben. Ups, was ist denn gerade? Egal. Und der Wolf nur. Weißt du, wo wir sind? Also du, in dem Sinne ihr. Ich weiß, wo ich bin. Ah. Die Höhle bei den Banditen. Das hat sich gelohnt. Ach, und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Jawohl. Ja, Teller, Flügel, Mana. Hab ich das gemacht? Und ich? Nicht. Da kann ich ja richtig viel Geld mitmachen. Ah, ein Edelstein. Ein kleiner Bernstein dazu. Oder? Irre mich und vertausche mich. Das müsste doch hier gewesen sein. Das hat sich gelohnt. So, das soll abbauen hier. Mehr ist nicht zu holen. Kann ich auch machen, ne? Okay. Gehen wir hier vorne nochmal hin. Cool. Nette Ausbeute. Den können wir auch noch nehmen, ne? Sehr gut. Ja, schon ein Saphir. Ist hier schon? Hier gibt's nichts zu holen. Okay, das wollen wir mal. Machen wir auch. Wir speichern an dieser Stelle mal. Speichern noch einen Pilz rein. Ich sehe ja. Wer weiß, wie viele da unten sind? Den kriegen wir aber. Komm. Oh Gott. Diese Ghule sind echt ungul.
Ja, komm. Los. Müssen wir eine Parade arbeiten. Schaffen wir. Eine Katzenpipi. Jetzt auch nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Das gibt's auch nicht. Wie kann man so scheiße sein wie ich? So. Jetzt schaffen wir es. Ja. Was? War unfair. Das ist doch so stark. Ich weiß, was. Hack den. Ich bin auch nur zu dumm heute. So. Also aber. Nein! Alter, diese. Dieses Kackvieh. So, parier doch mal. Arzt, parier doch. Ich kann nicht mehr laufen. Was ist denn hier los? Also, kann man sich jetzt gerade. Ich bin Arsch. Ey, was war das für eine Scheiße? Ich konnte nicht laufen. Das kann doch nicht sein, dass ich den nicht packe. Oder nicht parieren, nicht patzen. Ich will mal patzen sagen. Irgendwie dumm. Parieren meine ich natürlich. Hallo, drehst du dich mal um? Was macht denn das? Ich kann ja nicht mehr laufen. Was soll denn der Rotz?
Hallo. Was ist denn das? Diese Ansicht ist einfach dumm. Die dreht sich irgendwie komisch, dann kannst du nicht mehr drehen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ach ja doch. Was soll denn das? Er nimmt die Waffe einfach nicht hoch. Was soll denn der Mist? Ich meine, ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Er hebt die Waffe einfach nicht hoch. Ich sehe nichts, ich kann nichts machen. Wieder, der Gang ist einfach für den Arsch. Ich sehe hier einfach nichts. Heb doch deine Waffe an. Macht wieder nichts, ich kann mich nicht bewegen. Hallo, du sollst laufen. Oh, Alter, so ein Mist, ey. Ich drücke zweimal und er fängt an. Aber hebt die Waffe nicht mehr an. Bin zu dumm. Ich muss einfach defensiver spielen. Ich weiß, ihr werdet es in die Kommentare schreiben, irgendwie hör auf, dich aufzuregen oder so. Ja, aber das nervt halt einfach. Was denn? Wie denn? Er bleibt einfach stehen und er läuft nicht weiter. Er rubbelt sich da ein an der Wand. Ja, hallo, hebt doch deine Waffe an! Alter. Ja. Hallo. Schicke. Ja, ich krieg den nicht platt. Ich bin zu dumm dazu, ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Alt F4. So. Oh.
Irgendwie ist es auch gerade. Ja, ja, recht. Ja. Nein, 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 nein. Oh, wieso hebt die Waffe nicht mal hoch? Was soll denn das? Er fängt auf einmal an und geht voll Rage. Und dann kannst du die Waffe nicht mehr anheben. Du kannst nicht mehr parieren. Geht also nicht. Das ist echt zum Kotzen. Wenn er nicht einmal so ein bisschen im Lock hat, dann ist vorbei. Ja, da kannst du nichts mehr machen. Du kannst dich parieren, du kannst dich. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wenn du weiter anfängst und dann dein Charakter. Das ist vorbei. Es ist auch vorbei. Es sieht ja immer gut aus. Und dann der letzte Fitzel, der fehlt halt, ne? Alter. Letzter Versuch, ansonsten muss ich später hier. Kameran sieht auch wieder so fett im Arsch. Easy. Warum haben wir das? Jetzt haben wir hier 10 Minuten meines Lebens verschwendet. Das ist ein Scheißkampf. Jetzt will ich wissen, was da drin ist. Eine Goldader? Na gut. Mehr ist nicht zu holen. Hier nichts. Ein Pilz? Eine Goldader und Pilz? Mehr nicht? Was noch einer? Oh, was ist das hier? Hätte man ruhig eine geile Waffe reinmachen können. So eine Waffe, die mal ein, zwei Schaden mehr macht. Das hat sich gelohnt. Na ja, easy. Wieder war ja alles so easy. Also über stärkeren Gegner machen können. Auf jeden Fall eine Abkürzung, mehr oder weniger. Man muss halt nicht durch die normale Stadt latschen. Normale Stadt schon, durch die normalen Wege latschen. Was kannst du? Nee. So ist das halt einfach. Dass wir jetzt zum Don gehen. Ich habe drei gute Schatzsucher gefunden. Die Jungs behaupten, sie seien die Besten. Hört sich gut an.
Hier hast du deine Belohnung. Dann können sie ja nun beim großen Tempel im Osten der Insel ihr Können unter Beweis stellen. Ich werde die Schatzsucher zum großen Osttempel schicken. In Ordnung. Achte aber auch darauf, dass sie heil dort ankommen. Die Weißen dürfen sie uns nicht wieder vor der Nase wegschnappen. Viel Erfolg! Kannst du mich im Kampf unterrichten? Na, das wäre schon interessant, aber das haben wir nicht. Ja, lassen wir erstmal. Skordo hat die Hafenstadt im Griff. Er wartet nur auf ein Zeichen von dir, um die Weißen in der Stadt anzugreifen. Haha, ich wusste es. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der Inquisitor soll sich warm anziehen. Wie steht es um die Artefaktlieferung? Hat Skordo dir etwas mitgegeben? Skordo gab mir dieses Paket hier. Ich soll es dir geben. Großartig. Das hast du vortrefflich gemacht, Kleiner. Skordo scheint dir mächtig zu vertrauen, wenn er dir dieses Päckchen gibt. Und damit nicht genug. Du hast es sogar an den Weißen vorbei bis zu mir geschmuggelt. Alle Achtung, du bist ein Teufelskerl. Auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Ab dem heutigen Tage bist du einer von uns und darfst dich Jäger nennen, mein Junge. Du hast dir den Respekt meiner Männer hier im Lager und der in der Hafenstadt reichlich verdient. Meinen Glückwunsch. Danke. Du machst Geschäfte mit Piraten? Warum nicht? Wenn es sich lohnt, mache ich mit jedem Geschäfte. Aber das soll dich nicht interessieren. Klar? Na ja. Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn's mehr nicht ist, die kann ich dir geben. Du wirfst dein Gold auf meinen Haufen und ich gebe dir was Vernünftiges zum Anziehen. Ja. Gib mir die Rüstung eines Jägers. In Ordnung. Du bist jetzt einer von uns. Hier hast du sie. Danke. War mir ein Fest. Was hast du für Probleme? Viele meiner Männer haben Angst vor dem Orden. Sie fürchten, dass der Inquisitor uns angreift. Und was glaubst du? Wenn der Inquisitor scharf auf unser Gold wäre, hätte er uns längst angegriffen. Offensichtlich hat er andere Pläne. Mach das mal meinen Männern klar. Wenn es nach denen ginge, hätten wir den Goldhaufen längst aufgeteilt und das Lager dicht gemacht. Das kann so nicht weitergehen. Was könnte der Inquisitor vorhaben? Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm, um zu verhandeln. Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch überrennen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Oh ja. Kanonenfutter sein. Nichts Neues. Wein, Heilkraut und Fläschchen. Stellen wir nochmal drei her, meine Güte, wir haben's ja.
Fertig. Geht noch irgendwas? Was willst? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer. Denk lieber. Verstehe. Okay, okay, okay. Du diebische Ratte, ich. War ein Test. Ja. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Wir müssen den Tempel entdecken und. Ja, weiß ich nicht genau. Oh Mann, ich hab's geahnt. Esteban hat dich zum Jäger gemacht. Na, das kann ja heiter werden. Passt dir das etwa nicht? Du Pfeife. Bald werde ich hier was zu sagen haben und dann wirst du schon sehen, was dir dein loses Mundwerk einbringt. Ja, klar. Deine Mutter Tilda macht sich Sorgen um dich. Was weißt du schon über meine Mutter, hä? Meine Familie geht dich gar nichts an, verstanden? Ja, ja, schon gut. Jetzt habe ich gerade mal so eine Idee. Kann ich vielleicht sagen, dass Beppo irgendwas vorhat? Bis später. Ja, doch nicht. Schade. Hätte mich ja gefreut. Müssen wir noch Marvin finden? Aber ich weiß nicht, wo man Marvin findet. Das ist zu riskant. Du bist doch kein Dieb, oder? Sagte die Frau vom Banditenboss. Die angespannte Stimmung im Lager scheint sich etwas zu legen. Gut so. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Ja? Wieso? Solange die Geschichte mit diesem verdammten unterirdischen Tempel nicht geklärt ist, sind wir immer noch in Gefahr. Ich möchte gar nicht wissen, welche Höllenbrut in den tieferen Gängen dieser Ruinen noch herumgeistert. Mir reichen schon die Biester, die ich bisher gesehen habe. Bring mir was über das Schmieden bei. Das wäre schon interessant. Aber später. Zeig mir deine Ware. Gib mir mal nochmal 5. Machen wir mal 6. Scheiß drauf. So. So. Bügel. Was ist das hier? Okay. Siegel, okay. Reifsiegel oder wie? Komm, weg damit. Ich kann die Arbeiterkleidung nicht verkaufen, ne? Weil wofür brauche ich die noch? Noch einfach kaufen. Ja. Sehr schön. Gucken, was die anderen so zu erzählen haben. Ist noch einer. Ich hörte, du bist jetzt Jäger. Gut so. Dann muss ich mich nicht mehr um dich kümmern. Hast du eh nie getan, du Großmaul. Ja, ja. Ist ja schon gut. Guck, ob vielleicht irgendjemand mit mir noch irgendwas machen möchte.
quatschen möchte oder einen dicken riskiert. Man erzählt sich, dass sich die Bedrohung durch die Weißen entspannt haben soll. Ich kann das so recht nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Was ist mit dir? Das ist ein normaler Jäger. Okay. Warte mal. Was kann man noch machen? Schnell. Also es ist gerade echt eine gute Session, die ich habe. Es passiert viel. Man entdeckt viel. Warum hat dich der Don nicht gleich zum Kämpfer gemacht? Naja. Das wäre ja auch etwas zu viel auf einmal. So. Gucken wir mal kurz in die Quests rein. Die Söhne von Tilda. Okay, den Pflanzen, 70 Gold. Den machen wir später. Davon bleibt nichts anderes dabei, dass wir dahin müssen. Beppo? Die anderen sind ja irgendwo wahrscheinlich. Die anderen kenne ich nicht. Ja, da müssen wir uns irgendwie hinarbeiten. Ja, ich werde an dieser Stelle erstmal einen Cut setzen. Ich werde durch die Höhle weiter zurückgehen. Das war. So. Warum nicht? Wir sehen uns dann am Bauernhof da vorne wieder. Ich würde sagen, dass ich das jetzt für euch nicht unbedingt zeigen muss. Anführungszeichen. Sondern. Was es vielleicht schöner ist, wenn es dann gleich weitergeht. Also, dass es gleich in der nächsten Folge weitergeht. Und die Spannung hoch ist, anstatt den Weg zu haben, den wir laufen müssen. Und darum zur nächsten Folge. Danke fürs Einschalten.